Okay, Rafa. Mein erster Kontakt mit dem HSV war. Mein erster Kontakt war ja, vor langer Zeit, als Nico Jan Hoogma gespielt hat beim HSV. Das war einer von den ersten. Und auch noch, dass damals Schalke 04 den Titel nicht geholt hat. Und der Bayern hier das Ausgleichstor war, das glaube ich, geschossen hat. Das waren so die beiden Kontakte, die ich gehabt habe. Das HSV-Spiel, an das ich mich immer zurückerinnern werde, ist. Das Spiel, das ich mich immer zurückerinnere, ja, für mich, das muss natürlich auch so sein, dass ich dann auf der Platz war, war Kopenhagen auswärts. Verrücktes Europa League Spiel. War 0-0 und wir waren nog met 9 auf dem Platz. 11 Meter. Barbares had schon verschossen. Und dann habe ich das Ding reingehauen und sind wir noch in die Europa League gekommen. Das Tor für den HSV, an das ich mich am meisten erinnere, ist. Das Tor gegen Bayern München ist für mich die beste Erinnerung. Ja, noch immer auswärts, meine ich. Das war, ich glaube, von Sorin angespielt. Eigentlich eine ganz schlechte Ballannahme, aber der ist so hoch und auf einmal Volley im Winkel. Mein härtester Gegenspieler war. Das Schwerste, ja, das war Van Bommel in Holland. Ich habe immer gesagt, er ist einer der größten Arschlöcher, wenn du gegen ihn spielst, aber in meiner Mannschaft, in der Nationalmannschaft, war er der Beste. Der kurioseste und verrückteste Mitspieler, den ich je hatte, war. Der Verrückte war, hier war das Bula, Bulaus. Der war einer, der für uns ganz wichtig war und jeder Gegner aber auch richtig aufgefressen hat. Und das hat auch Spaß gehabt. Ich wollte immer einen Ball und der hat immer den Ball abgenommen. Nur im Training wollte er auch ein bisschen Zähne spielen. Wenn ich heute das berühmte Foto von mir mit dem Valencia-Trikot in der Hand sehe, dann. Dann denke ich, ich war jung, dumm. Aber ja, am Ende, Ajax zum Beispiel spielt auch gegen Valencia heute. Und dann ich habe auch in der spanischen Zeitung ein Interview gehabt und ging auch über diese Geschichte. Und ja, solche Sachen macht man nicht. Und das war eine große Fehler. Als ich nur Tage später gegen Leverkusen zum Elfmeter angelaufen bin, habe ich. Habe ich gedacht, ich schieße das Ding zum Himmel. Und, aber nur 2 Sekunden. Und dann habe ich gedacht, ich bin Vater. Erwachsen. Ich muss einfach hier meine Arbeit machen und das Ding reinhauen und glücklicherweise ging er rein und ja, nachher habe ich noch eine super Saison gespielt. Wenn mein Sohn eines Tages ankommt und sagt, er hat ein Angebot vom FC St. Pauli, dann. Gute Frage. Ich halte mich da total raus. Aber wenn er zum Wahl hast, dann ist es was anderes. Wenn HSV oder Pauli, dann ist es keine Frage. Aber nein, der Junge muss einfach Spaß haben und wo er auch spielt, ist für mich egal. Nach Hamburg zu kommen ist für mich. Ja, das ist mein Zuhause, zweites Zuhause. Ich sage es immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich lande oder zum Stadion komme, ist wie eine Familie und ja, das ist ein gutes Gefühl. Wenn ich heute an mein Abschiedsspiel denke, dann. Ich bin ganz aufgeregt. Auch heute zum Beispiel hat der Robin hat richtig zugesagt und er kommt. So, ich freue mich total. Wow, und dann natürlich ganz viele ehemalige HSV-Spieler und Van Bommel, Van Persie heute zugesagt, auch 100%. Und ja, das freut mich einfach, dass jeder auch unbedingt kommen will und auch für mich. Dass mein Abschiedsspiel im Volksparkstadion stattfindet, bedeutet mir. Viel, weil ich glaube, ich bin damals gekommen in 2005 von Ajax nach für das erste Mal in Ausland. Ist nicht so weit weg, aber trotzdem ist Ausland. Und ja, weil ich habe mich direkt wohlgefühlt auf dem Platz, neben dem Platz. Und das ist so unglaublich wichtig für einen jungen Spieler. Der verrückteste Typ, der zu meinem Abschiedsspiel kommt, ist. Der Verrückste ist ja, Ailton. Das ist für mich super, dass er da ist. Und ich freue mich total. Und ja, der ist noch immer das Gleiche wie früher. Wenn ich mich zwischen einem Ringkampf mit Nigel de Jong oder einem Wrestling-Match mit Daniel van Beuten entscheiden müsste, dann. Ja, dann werde ich doch mit Nigel kämpfen. Ein bisschen meine Größe. Der Pitbull hat mich schon mal ein paar Mal umgehauen im Training und der verdient noch einen.
Thomas Doll ist nicht nur einer der Trainer bei meinem Abschiedsspiel, sondern für mich auch? Ein Freund, ein Trainer, der im richtigen Moment mein Trainer war, weil ich hatte bei Ajax ein bisschen Probleme gehabt. Und er hat immer 100% Vertrauen gehabt und das hat er noch immer. Und das ist viel mehr als nur Trainer-Spieler-Beziehung. Und wir telefonieren, wir sehen uns ab und zu noch. So, das ist, ja, ist toll, dass er da ist. Wenn ich im Radio Hit the Road Jack höre, dann? Und dann denke ich an meine unglaublich viele Tore. Die 23 wurde zu meiner Kultnummer, weil? Ich habe eigentlich den 23 bekommen bei Ajax, weil ich einfach 23. Mann war. Und es hat so viel Glück gebracht, dass ich eigentlich versucht habe, zu jedem Verein wollte ich den 23 haben. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich als erstes? Nein, ich bin eigentlich zufrieden. Ich möchte nicht zurück in die Zeit. Ich bin, das ist auch natürlich das Fußball und das ist jetzt ein neues Leben. Und ich habe beide genossen, jetzt genieße ich das andere Leben. So, nein, für mich keine Zeitmaschine. Hummel, Hummel? Maus, Maus.